Was würde ich anders machen? Ich meine, würde das nochmal so passieren, würde ich das wahrscheinlich nochmal so machen. Ich weiß, dass das nicht richtig ist. Das ist schon etwas lächerlich, muss man sagen. Du musst schon jeden Spieler, der soweit gekommen ist, schon mit einer ordentlichen Summe belohnen. Und der Gewinner sollte auch mindestens 1 Million bekommen. Du bist seit 7 Jahren E-Sport-Profi, machst das alles professionell. Und deshalb müssen wir als erstes mal den Begriff klären. Wie heißt es? E-Sports, E-Football, E-Sport? Ich habe so viele verschiedene Dinge gelesen. Das ist bis heute noch nicht geklärt. Also man kann es nennen, wie man es möchte. Für mich ist es E-Sports, weil als ich damit angefangen habe, hieß es auch E-Sports. Und deshalb würde ich weiterhin den Begriff E-Sports verwenden. E-Football ist ein bisschen nicht der richtige Begriff, sag ich mal, weil auch E-Sports nicht nur aus Fußballspielen besteht, sondern halt auch aus Ballerspielen etc. pp. Deshalb würde ich eher den Begriff E-Sports nehmen und FIFA ist dann quasi ein Teil von dem E-Sports-Bereich. Aus der Community kamen ganz viele Fragen und bei einer hatte ich ganz viele Fragezeichen dann dahinter und ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und zwar, wann ist das nächste Derby? was ist das? Was wird da gemeint? Also wir machen immer so Derbys, sag ich mal, im FIFA-Bereich quasi auf meinem Twitch-Kanal. Ich streame ja live auf Twitch und dann, wenn es Leute gibt, die Beef untereinander haben, machen wir dann quasi solche Derbys dann auf meinem Twitch-Kanal. Die spielen dann gegeneinander, wir machen dann schöne Donation-Goal. Der Gewinner kriegt dann quasi das Preisgeld und das ist einfach eine lustige Serie, die auf meinem Kanal dann auch stattfindet. Okay, interessant. Habe ich auch mal wieder was gelernt. Du hast Pro Evolution Soccer früher gezockt. Jetzt bist du bei FIFA. Warum hat es diesen Wechsel gegeben? Ich habe immer leidenschaftlich PES gespielt und war auch immer der Meinung, dass PES das deutlich bessere Fußballspiel war. Allerdings hat Konami, das ist der Producer von Pro Evolution Soccer, sich, ich glaube im Jahr 2014, dazu entschieden, die Fox Engine einzubauen. Das ist die Engine, die auch im Spiel Metal Gear Solid verwendet wird. Ist mit Sicherheit für den einen oder anderen ein Begriff. Und, ja, das ist meiner Meinung nach total in die Hose gegangen. PES 2014 war ein absoluter Reinfall für mich und dann habe ich mir gedacht, spielst du mal dieses Jahr FIFA, gibst du FIFA mal eine Chance. Habe dann auch direkt ein Turnier gespielt, weil ich auch im FIFA-Bereich einen E-Sportler kannte, der mich dann direkt zu einem Turnier mitgenommen hat und dort auch, ich glaube, das Halbfinale direkt erreicht. Und da habe ich gesagt, ey, FIFA, das kannst du ja auch ganz gut spielen anscheinend. Machen wir mal direkt weiter mit dem ganzen Kram. Ich habe jetzt gelesen, du hast Preisgelder in Höhe von ca. $20.000 eingefahren. Stimmt die Zahl? Das muss ein bisschen mehr sein. Obwohl ich jetzt dieses Jahr eine gute Saison gespielt habe, war es vom Preisgeld her nicht überragend. Allerdings war ich beim VfB Stuttgart unter Vertrag und dort bekommt man auch ein fixes Gehalt, Prämien etc. pp. Deshalb kommt man da auf jeden Fall schon ziemlich gut über die Runden. Jetzt habe ich immer mal wieder Kritik gehört von anderen Gamern, die auch im FIFA-Bereich unterwegs sind, die sagen, hey, die Preisgelder, die sind einfach viel zu gering. Wie siehst du das? Das sehe ich auch so. Ich meine, wenn man das Ganze vergleicht mit Fortnite beispielsweise, dort findet jetzt bald die Weltmeisterschaft statt. Insgesamt sind dort, glaube ich, 30 Millionen im Pott. Ja? Und im FIFA-Bereich ist es so, dass 500.000 nur im Pott sind. Das ist schon etwas lächerlich, muss man sagen, weil du kriegst für die Teilnahme, du bist Top 16 der Welt, sag ich mal, auf deiner Konsole und bekommst für die Teilnahme nur $750 und das darf es eigentlich nicht sein. Ja? Ich meine, du musst schon jeden Spieler, der soweit gekommen ist, schon mit einer ordentlichen Summe belohnen und der Gewinner sollte auch mindestens 1 Million bekommen. Denn das, was wir schaffen, wirkt vielleicht von außen hin nicht als wirklich krass, sag ich mal, aber wir stecken extrem viel Arbeit da rein und gehören wirklich in einem Spiel, was Millionen Menschen weltweit spielen, zu den Besten und deshalb muss das Ganze meiner Ansicht nach besser belohnt werden. Was ist denn das größte Problem, was das E-Sports aktuell hat im Bereich Fußball? Dass das mit Fußball auch direkt konkurriert, sag ich mal. Ja? Ich meine, wenn du Fußball sehen willst, da schaust du dir lieber den realen Fußball an als den virtuellen. Ich denke, das ist das Hauptproblem. Solche Probleme hat beispielsweise League of Legends oder was auch immer nicht. Ja? Das ist ein total abstraktes Spiel und deshalb gibt es da kein Vergleichsmodell. Und ja, ich denke, das ist das größte Problem von FIFA. Ich war letztens bei der Hertha und habe mir das mal im Groben angeschaut, was das E-Sports betrifft. Und das ist ja wirklich nur so ein kleiner Raum gewesen, voll mit Monitoren, voll mit Menschen, in dem man kaum atmen konnte. Das war wie so eine Zockerhöhle. Wie sah das beim VfB Stuttgart aus? Beim VfB Stuttgart hatten wir leider keine Zockerhöhle. Ja, wir wollten eins haben, aber das ist uns leider nicht gelungen. Bei uns war es so, dass wir von zu Hause aus gespielt haben. Ich war ja auch beim VfB E-Sports Koordinator, das heißt, ich habe den E-Sports-Bereich so ein bisschen koordiniert. Wir haben dann auch mal Bootcamps dann quasi bei mir zu Hause gemacht, das heißt, ich habe die Jungs zu mir nach Hause eingeladen und dann haben wir auch gemeinsam ein bisschen gezockt. Wie muss ich mir die Arbeit als Koordinator vorstellen? Ich habe natürlich mich ein bisschen eingelesen mit Analysen schreiben, Fehler analysieren. Kannst du das mal so ein bisschen näher erklären für den Laien wie mich jetzt?
Also ich musste vor allem Content machen, ja, YouTube-Content der ganzen Spieler und auch die Content-Creator, die wir am Start haben mit Tizi Schubech, das musste ich so grob koordinieren, sage ich mal. Ansonsten Nachwuchsarbeit, wir haben zwei Talente am Start beim VfB, die musste ich so ein bisschen in die Szene einbringen. Du warst quasi der Pep Guardiola des VfB eSports, wenn man so will, oder? Du hast dich in dein Kämmerchen eingeschlossen, hast ja die ganzen Spiele angeschaut, hast da gesehen, ah, das ist die Schwachstelle und hast das dann weitergetragen. Ja, im Prinzip schon, wobei ich würde eher Jürgen Klopp bevorzugen, weil er ist so eher mein Lieblingstrainer und ich bin auch ein bisschen emotionaler, deshalb würde ich eher da Jürgen Klopp dann auswählen. Emotionen sind ein gutes Stichwort. Da wurde ich auch aufmerksam gemacht von ein paar Abonnenten. Ein Skandal. bei der Weltmeisterschaft bist du aufgestanden, bist von der Bühne gegangen. Kannst du noch mal den Laien erzählen, was ging da ab? Ja, das ist ziemlich krass gewesen. Ich habe dort die Playoffs für die Weltmeisterschaft gespielt. Das ist quasi dann zu dem Zeitpunkt das wichtigste Turnier des Jahres. Bin dort hingefahren, habe natürlich trotzdem weiterhin den Ehrgeiz, was zu reißen. Und habe dort mein schlechtestes Turnier überhaupt gespielt. Ich stand zu dem Zeitpunkt, bevor ich den Rage Quit dann gemacht habe, 0-3. Und musste dann das letzte Spiel auf der Bühne spielen. Spiel gegen einen Gegner, der... ja, sag ich mal, ziemlich provokant gespielt hat, hat relativ früh geführt, hat dann extrem auf Zeit gespielt und hat auch jeden Schuss verwandelt. Und das ist dann natürlich frustrierend, wenn er dann zusätzlich auch auf Zeit spielt und das halt relativ früh. Und dann sind dann in der 80. Minute die Sicherung durchgebrannt und ich habe dann das Spiel verlassen. Ich denke, wenn man alle Komponenten dann quasi zusammenmischt, ist das in irgendeiner Weise nachvollziehbar. Allerdings weiß ich auch, dass das nicht richtig war von mir. Und ich habe mich dann auch im Nachhinein bei demjenigen, sag ich mal, entschuldigt. Was würdest du aus heutiger Sicht anders machen? Was würde ich anders machen? Ich meine, würde das nochmal so passieren, würde ich das wahrscheinlich nochmal so machen. Ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber wie ich schon sagte, wenn man alles irgendwie zusammenmixt, dann ist es quasi so gekommen, wie es gekommen ist. Ich meine, ich muss da auf jeden Fall die Ruhe bewahren. Das habe ich in dem Fall nicht hinbekommen und ich würde es einfach versuchen, beim nächsten Mal dann die Ruhe zu bewahren. Aber da kann ich für nichts garantieren. Gab es mal wirklich so einen Stress zwischen dir und einem anderen E-Sportler? Es war mit Gian von RB Leipzig. Wir haben ein Turnier gespielt und dort gab es eine Auseinandersetzung zwischen uns beiden. Das war ein Turnier, die deutsche Meisterschaft. Und es kam das Gerücht auf, dass er irgendwie ein Spiel geschoben hätte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich die Finals der deutschen Meisterschaft nicht erreicht habe. Und deshalb war ich halt extrem sauer auf ihn. Und dann haben wir auch, ich glaube, das war im Jahr 2017, ja, 2017 war es, haben wir 2 Jahre nicht miteinander gesprochen. Und jetzt am Anfang der FIFA 19-Saison haben wir uns angeschaut und haben gesagt, ey, es macht gar keinen Sinn, dass wir hier schon seit 2 Jahren nicht reden, weil wir uns halt auch vorher gut verstanden haben und dann haben wir uns auch wieder vertragen. Natürlich haben viele den Traum, irgendwann E-Sportler zu werden, zu sagen, hey, ich möchte das hauptberuflich machen. Hast du da irgendeinen Tipp? Also erstmal gut spielen, so. Das ist die Grundvoraussetzung logischerweise. Das Gute ist, dass mittlerweile der E-Sports-Modus, sag ich mal, hier ist irgendwas. Dass der E-Sports-Modus, sag ich mal, im Spiel mittlerweile integriert ist. Das heißt, du kannst die Konsole starten, in den Ultimate-Team-Modus gehen und dann direkt die Weekend League spielen. Wenn du dort gute Resultate erzielst, dann werden auch Leute auf dich aufmerksam und du kannst dann letztendlich E-Sportler werden. Jetzt natürlich die Frage, wie wirst du besser? Ganz simpler Tipp. Ich habe mir damals auch Finalspiele von deutschen Meisterschaften und so weiter und so fort angeschaut und habe einfach versucht zu schauen, was macht der Typ gerade und wieso macht er das. Das heißt, so Streams anschauen bringt meiner Meinung nach am besten, weil dort also auch konzentriert zuschauen, sage ich mal, und halt nachvollziehen, was der Typ gerade macht. Jetzt steigt wieder die Weltmeisterschaft, diesmal in London in der O2 Arena. Wirklich eine altehrwürdige Halle, ausverkauftes Haus. Jetzt mal ehrlich, wie schätzt du deine Chancen ein? Das ist immer schwer zu sagen. Ich meine, das sind die besten 16 Spieler der Welt. Ich habe eine extrem starke Gruppe erwischt und man muss einfach Step by Step denken. Ich werde versuchen, erstmal die Gruppenphase zu überstehen und dann in der K.O.-Phase kann definitiv alles passieren. Ich meine, wenn ich einen guten Tag erwische, dann kann ich jeden schlagen und deshalb, ich werde für das Event dann hart trainieren und dann von Runde zu Runde denken. Und nach der Weltmeisterschaft steigt wieder die Bundesliga. Sowohl im E-Sports als auch im Warensport. Du stehst jetzt ohne Verein da. Ich habe schon gehört, in dem einen oder anderen Stream hast du schon mal so im Ansatz verraten, in welche Richtung es gehen könnte, welcher Verein interessiert ist. Kannst du uns da was sagen? Also ich habe eigentlich noch nichts verraten. Ich habe da was anderes gehört. Echt? Ja. Da können wir gleich noch mal vielleicht dann ohne Kamera darüber plaudern. Ja. Nee, Spaß. Also ich habe ein paar Angebote bekommen von Vereinen und da bin ich aktuell in Verhandlung. Also aktuell habe ich noch nirgendwo unterschrieben, deshalb müssen wir mal schauen, wohin die Reise geht. Bei der Weltmeisterschaft werde ich auf jeden Fall aber als Free Agent antreten, weil das zu kurzfristig war. Und dann nach der Weltmeisterschaft werde ich mich mit Sicherheit
einig werden mit einem Bundesliga-Team oder auch vielleicht mit einem E-Sports-Clan, weil das ist auch nicht auszuschließen. Müssen wir mal schauen, wohin die Reise geht. Schauen wir mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei der Weltmeisterschaft. Dankeschön. Und hau rein. Danke. Ciao, ciao.